Hey Leute, ich bin's Conny und mit dabei ist AplayD. Heute spielen wir mal Tapping Legends X. Hallo liebe Leute. Als allererstes laufe ich hinten zur Belohnungskiste, weil die lächelt mich schon an. Gib mir meine Belohnung. Wir brauchen die Belohnung, sonst schaffen wir nichts. Collect Tapping. Habe ich eine Belohnung bekommen? Also ich habe schon eine bekommen. Was hast du bekommen? Tapping Viral oder so, 1, keine Ahnung, sowas Tapping in der Art. Okay, keine Ahnung. Also ich würde jetzt erstmal sagen, ich klicke erstmal ein bisschen, weil das ist ein ganz normaler Klickersimulator. Und Klickersimulatoren sind ja an sich immer noch nicht so anspruchsvoll. Aber wisst ihr, was anspruchsvoll ist, die richtigen Codes für so ein Spiel rauszusuchen? Und deswegen haben wir heute alle Codes rausgesucht, die das Spiel angeblich hat. Und ja. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem neuesten Code an. Und der steht direkt auch auf der Seite von dem Spiel, der ist ziemlich leicht zu finden. Und das ist einfach. Der gute Code 50k SUS-Code. Jawohl. Gut, und damit, um den Code einzugeben, müssen wir erstmal rausfinden, wo man das macht. Ich gehe davon aus im Shop. Ah, hier, direkt da oben im Shop können wir dann oben auf Codes gehen, geben hier rein und dann 50k SUS-Code. Geben wir ein und Redeem Damage VR mal 5. Okay, nice. Okay, der nächste Code, den ich eingebe, ist einfach mal... Warte, welchen könnten wir gebrauchen? Ich habe hier eine ganz lange Liste mit Codes. Die Frage ist, welchen brauchen wir jetzt auf jeden Fall? Vielleicht Hell? Hell? Meinst du Hell? Das gibt uns 5-mal so viele Tabs. 6-mal Tab Vials, 5-mal Tab. Okay, nehmen wir. Wir nehmen den Code Hell. Ja, perfekt. Okay, Code Hell. Und wir kriegen. Wir geben Tab Vial 6-mal, 5-mal. Wir müssten hier auch Wiedergeburten machen, also Rebirths. Also müssten wir auch machen. Deswegen, wäre es eigentlich vorteilhaft, das auch zu machen. Und was ich mache, ist, ich kaufe mir den Premium Autoklicker, weil ich hasse es zu klicken. Ich will meine Maus dafür nicht kaputt machen. Also mach den an. Danke für den Kauf. Er lacht mich aus. Ah, okay, er funktioniert, oder? Ich hab das Geld dafür nicht, also werde ich dafür nichts. Ja, Autoklicker zahlen. Funktioniert nicht. Achso, hier Bonus. On Original Tapping Legend Pass einlösen. Daniel, ich werde einmal neu joinen, weil mein Autoklicker, ich wurde gescammt. Rebirthen. Okay, warte, wie kannst du rebirthen? Du gehst einfach auf die zwei Pfeile neben den Pads. Okay, ich versuch's mir gerade vorzustellen, weil ich bin immer noch im Ladescreen. Achso, Okay, zwei Pfeile neben den Pads. Hier, das ist Traden. Also die anderen Pfeile. Wiedergeburt. Ja, mache ich. Kaufen. Ja, wie immer. Ach, der Autoklicker läuft, aber ich krieg keine Effekte. Ich sehe das jetzt erst. Oh mein Gott, ich wurde doch nicht gescammt. Ich kann einfach die ganze Zeit jetzt Rebirths kaufen. Wie geil ist das denn? Ja. Okay, siehst du, wie viele Rebirths ich habe? Ja, okay. Aber du hast mehr Rebirths als ich, sehr viel mehr. Du überholst mich schon. Ja, weil jetzt klicke ich die ganze Zeit nur noch auf Rebirth. Einfach rebirthen, so easy geht das. Aber ich würde sagen, wir geben mal den nächsten Code ein. Und dafür gehe ich wieder hier auf den Shop, dann auf Codes. Und dann gebe ich hier den Code ein. 15 Millionen. Und dafür kriege ich... Habe ich eingegeben? Habe ich wieder vergessen? Nee, ich habe 10 Millionen, ich bin blöd. 15 Millionen natürlich. Einlösen. So, dafür kriege ich Tab Vial 5. Redeem Luck Vial 5 und Damage Vial 5. Und jetzt geht's auf jeden Fall sehr schnell. Und so kann ich mehr Rebirths auf einmal haben? Ich mach Auto-Rebirth. Hey, bei mir. Noob mit Robux, so einfach. Kurz. Ach so, bei mir ist der Autoklicker auch an, oder was? Nee, also nicht guck der. Guck mal links, ob das bei dir hochgeht. Nee, geht nichts. Ja, dann muss ich die Wiedergeburt noch kaufen. Aber ich muss dir eine Sache sagen, dem Spiel, es ist zwar ganz schön und gut hier, sich mit Robux durchzukaufen, aber es dauert doch ziemlich lang, deswegen würde ich sagen, brauchen wir mal wieder einen Code. Und der nächste Code ist dann ganz einfach Fixes3. Wo hast du die Codes her? Tja, gib einfach den Code ein, Fixes3. Ich kann ihn dir auch schicken. Ja, bitte schick's. Aber ich hab's gerade gesehen. Fixes3. Und hier ist die Liste mit den Codes, die ich rausgesucht habe. Da habe ich ziemlich lange für euch recherchiert, Leute, um euch die besten Codes in dem Spiel rauszusuchen. Jawohl, Fixes3 ist eingegeben, Jungs. So, aber es geht mir immer noch nicht so schnell. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal die Codes ganz schnell durch. Der nächste Code ist 40k Really Hot Code. So wird er geschrieben. Wir lösen ihn ein. Kriegen dann noch ein bisschen Boni dazu. Als nächstes das Gegenstück zu Hell ist natürlich Heaven. Geben wir auch ein und kriegen dann nochmal 5 Tab Vials und so weiter. Der 30k Cool Code war der letzte Code. Den geben wir auch noch ein. Der gibt uns dann auch noch mehr Boni und natürlich den Code 10 Millionen, wobei ich den vorhin aus Versehen schon eingelöst habe. Dieselben Boni kriegt ihr auch, wenn ihr den Code Galaxy eingebt. Und das hört jetzt langsam nicht mehr auf mit den ganzen Boni, die wir hier kriegen. Ja. Der nächste Code, den ihr eingeben könnt, ist 20k Likes for Vials. Machen wir. Und dafür kriegen wir 3 Damage Vials. Dann als nächstes den Code Mainz. Dann noch der Code 1 Million Group Members. Wir gehen die jetzt alle durch. Als nächstes der Code Big Boost Pack.
Können die Leute nicht schreiben oder was? Code expired stand da jetzt auch. Big Boost. Ja, eigentlich müsste es ein Big Boost Pack sein. Aber der Code ist expired. Komisch. Na gut, der geht dann nicht mehr. Wir sollten uns mal ein bisschen hier in der Map umsehen, oder? Weil bisher haben wir nur geklickt, aber noch nicht viel gemacht. Was gibt's denn hier noch zu machen? Stimmt. Wofür klicken wir eigentlich? Also hier gibt's ein paar Eier, die kosten ja gar nichts. Also keine Ahnung, ich kann gerne mal hier so ein Ei öffnen. Vier Stück, nee, drei Stück. Öffnen wir drei Stück und kriegen Hamster. Ja, blöd, brauche ich nicht. So, ich gehe auf meine Pets, ich ruste die einfach mal aus. Warum geht das bei mir nicht so schnell? Achso, du hast ja Autoklicker. Ich habe den Premium-Autoklicker. Ich habe schon... da steht 31 Rebirths, das ist echt nicht so viel. Das ist viel mehr Rebirths als ich. Als ob. Okay, das habe ich gar nicht gecheckt. Ich habe doch Auto-Rebirth an. Jetzt habe ich Auto-Rebirth an. Und jetzt machen wir ein Egg auf und wir kriegen den Hamster. Okay, das tut weh. Ausrüsten natürlich. Ich weiß gar nicht, ist Auto-Rebirth an, wenn es rot ist oder wenn es grün ist? Auto-Rebirth? Ich glaube, jetzt ist Auto-Rebirth an. Ich klicke nochmal auf Rebirth. Nochmal den Hamster. Ja, jetzt macht die Rebirths automatisch. Guck mal, meine Rebirths, Daniel. Hast du die auch gekauft oder wie? Ja, das hatte ich vorhin die ganze Zeit gekauft, aber der hat es nicht gemacht. Jetzt macht er das. Guck dir meine Rebirths an. Ich habe mich schon gewundert, warum ich so festhänge. Keine Rebirths. So. Ja, ich kann leider das nicht machen mit dem Auto-Rebirth, weil, wie gesagt, kein Geld. Ich habe nur, wie viel? Also, ich habe 100. So, ich brauche auf jeden Fall jetzt ein paar bessere Sachen. Komm, wir gehen da hinten zu den Portalen, Daniel. Ja, perfekt. Aber ich werde auf jeden Fall hier in den Settings... Soundeffekte ausmachen, weil die Soundeffekte, die sind echt zu viel. Hör ich zwar nicht, aber ja, glaube ich dir. Also, wo gehen wir hin? Forest? Kostet mich das was? Dafür brauche ich 2500 Rebirths? Okay, was ist das günstigste? Rainbow Machine ist in this area für 150 Billion Rebirths. Alles klar. Also man muss hier schon eine Weile spielen, bevor man in eine neue Welt kann. Ja. Was ist das denn? Das ist Betrug. Ich glaube, vielleicht sind wir in die falsche Richtung gegangen. Das kann auch sein. Das vielleicht kann sind sein? Ja komm, dann gucken wir mal, ob wir in die falsche Richtung gegangen sind. Könnte ich wenigstens den Standard-Autoklicker kaufen? Das wäre gut. Was steht denn da für den? Der steht Free Autoklicker. Not unlocked. Okay, keine Ahnung, wann man den unlockt. Vielleicht muss man extra eine Ebene freischalten oder so. Das kann alles sein. This way to upgrades. Okay, dann gehen wir erstmal zu den Upgrades. So. Rubins for Skin with Tap Boost. Exchange Rubies for Tap Skins. Ich habe ein paar Rubies. Hier. With Tap Boost. Ich gehe da rein. Geht nichts. Oh, die sind alle ein bisschen teuer. Ja, davon kann ich mir noch nichts leisten. Na gut. Das wäre Tipp. Und hier kann ich mich mit Rubies upgraden. Multiplikator ist schön. Hier gibt es den Free-Auto-Clicker für eine Million Rubies. Ach du heilige Maria. Ja, natürlich muss das overpowered sein. More Rebirths. Multiplikator. Was gibt's denn hier? Haustierinventar brauche ich nicht. Schnellerer Spaziergang auf jeden Fall. Das hole ich mir. Critical Chances nehme ich. Autoklicker, Multiplikator. Oh, das kostet jetzt auf einmal wieder so viel. Okay, ich würde sagen, ich hole mir noch einen Tippen-Multiplikator. Und dann gucken wir mal. Ich kriege jetzt pro Tipp so 2500. Ja. Ist immer noch nicht das Beste, was es gibt. Wenn ich denn hier in den Shop gehe und nach unten scrolle. Hier haben wir jetzt die ganzen Boosts, die wir bekommen haben. Und ich würde sagen, wir verwenden jetzt erstmal ein paar von diesen Boosts. Weil wir haben ja jetzt sehr viele Boosts durch die Codes bekommen. Wenn ihr auch so viele Boosts haben wollt, dann skippt nochmal zurück. Guckt euch nochmal genau die Codes an, die wir eingeben. Aber ich würde sagen, wir geben jetzt noch ein paar mehr Codes ein. Dafür scrollen wir wieder hoch. Und der nächste Code, den wir eingeben, lautet einfach nur Rainbow. Und ich hoffe, der ist noch nicht expired. Und er ist schon expired. Ja, ich glaube, die restlichen ist nicht mehr verfügbar. Das kann sein. Das kann gut sein, dass die restlichen hier nicht mehr verfügbar sind. Ja. Dann probieren wir die einfach mal aus. Ich probiere alle Codes aus, die wir auf der Seite haben. Und wenn einer funktioniert, dann sage ich euch Bescheid. So, dann geben wir noch Carrot Third ein. Geht nicht mehr. Nee, geht schade, dass schon so viele Codes expired sind in dem Spiel. Echt schade. Ach, hier Boost, Double Tap, Multiplikator. Ach so. Ja. Aber wenn wir den Code Russo eingeben, geht's doch bestimmt noch, ja? Okay, ja, der Code Russo funktioniert. Die Codes funktionieren, aber die bringen einen nicht so viel. Der Code Toadboy gibt euch 250 Tabs. Das merkt man praktisch gar nicht. Dann gibt's noch den Code Gravy Catman. Der funktioniert auch. Gibt euch 250 Tabs. Und dann natürlich noch der Code Rucksack. Gibt uns 250 Tabs. Und das sind alle Codes, die es gibt tatsächlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die anderen Codes sind alle expired. Aber ja, ich bin jetzt auf jeden Fall für eine Stunde lang durchgehendes Tappen vorbereitet. Ich kriege auch langsam ein paar Rubies dazu. Also, das geht. Das geht. Das geht echt. Daniel. Irgendwann geht das, ja.
das Gute daran, das Schlechte daran ist, ich habe keine Autoklicker und so weiter. Das heißt... Du, Autoklicker kann man doch einfach... Länger. Ich habe keinen Autoklicker auf meinem PC, weil die ich vertraue fremder Software nicht so. Ja. Und das, deswegen, ich würde wahrscheinlich selber einen Autoklicker coden, bevor ich einen Autoklicker von irgendwo benutze. Ich kann jetzt 20 Rebirths machen, jetzt. Ja, wie schön. Ich habe schon... Ey, du hast doch auch schon 200 Rebirths, nice. Ja. Ich habe 650, also... Oh, ich komme schon auf 1 Million. Ja, hier, more Rebirths, das hört sich nach was an. Okay, ich gehe jetzt erstmal zu den Leaderboards. Das hier sind auch die Leaderboards, oder? Ja. Also bei den Leaderboards sehen wir irgendwelche Riesenleute. Tapping Lord, hey, Only One Exist. Ja, okay. Ich komme mit dem Rebirth schon besser klar. Kann ich hier rüberspringen, ohne zu sterben? Ja. Aber das war's dann auch, okay. Ja, ich glaube, ich brauche jetzt bessere... Wie soll ich sagen? Ah, hier Rebirth komplett. Ein Rebirth dazu bekommt, perfekt. Aber ich weiß halt nicht, ob ich schon auf den Free Autoklicker sparen soll. Oder? Noch solltest du nicht auf den Free Autoklicker sparen. Der ist ziemlich teuer, aber... Ich würde sagen, wir sparen jetzt langsam mal auf den Waldbereich. Forest kostet 2500 Rebirths. Ich habe... Oh Gott, wie viele Rebirths hast du denn? Wie hast du denn das gemacht? Ja, wie gesagt, ich habe mir welche gekauft, dass ich mehr Rebirths machen kann. Ach so, ich wusste gar nicht, dass das so funktioniert. Ich dachte, dadurch kriegt man die Rebirths schneller. Dann mache ich natürlich die Auto aus. Ah, ich verstehe. Dadurch mache ich aber auch nicht so viel mehr Rebirths, oder? Nee, ich krieg 2k Rebirths. Aber ich verstehe nicht, warum du dann trotzdem schneller bist als ich, weil ich habe ja die ganze Zeit alles auf Auto. Ja, ich habe, wie gesagt, ich kaufe mir immer zwei... Ich habe auch einen Doppelklicker auf meiner Maus, das habe ich nicht gesagt. Achso, ja stimmt, ich klicke auch nicht so schnell. Wenn ich jetzt so klicke, dann geht es auf jeden Fall sehr viel schneller. Dann brauche ich auf jeden Fall einen Tipp-Multiplikator, aber davon kann ich mir auch nichts mehr leisten. More Rebirths bringt mir gar nichts, Haus der Inventar auch nicht. Schnellerer Spaziergang wäre cool, aber bringt mir jetzt eigentlich nichts. Wie viele Rebirths brauche ich? 2500 Rebirths. Warte, du hast 11.000. Wie hast du das gemacht? Wie schnell klickst du? Ich muss jetzt auch kurz mal so schnell klicken. Ich merke, Alter, wie schnell klickst du, Daniel? Alles klar. Also, es bringt gar nichts, Robux auszugeben. Leute, wenn man einfach einen normalen Autoklicker benutzt, der einmal pro Millisekunde klickt, dann ist das auf jeden Fall so viel schneller. Nein, das ist meine Maus. Hab ich nicht gesagt. Wenn deine Maus einmal alle Millisekunden klickt, dann geht das so viel schneller. Also, dann ist das Spiel in der Hinsicht schlecht gemacht. Weil wenn ich so einen Klicker-Simulator machen würde, dann würde ich natürlich einen Debounce reinhauen, der so schnell ist wie der Premium-Autoklicker. Sonst macht der Premium-Autoklicker doch gar keinen Sinn. Naja, da haben sich die Entwickler wohl nicht so viel Gedanken zugemacht. Ja, damit habe ich sie ausgedribbelt. Du hast vor allem mich ausgedribbelt, der auf wenig Rebirths rumhängt. So, ich hole mir jetzt hier 80 Rebirths, klick wieder auf Auto. Dann müsste ich jetzt theoretisch wieder hier Timeplay, also GIFs bekommen. Ja, okay. Guck mal, der macht die Rebirths wieder nicht. Jetzt ist der Auto, das ist die Sache, dieses Auto-Rebirthen, das funktioniert bei mir irgendwie nicht. 10k Rebirths bei 9,5b. Ja, das mache ich jetzt. Dann wirst du mich anschauen, dann wirst du... Schieß ich dich aus den Socken. Okay. Wenn ich jetzt schon wieder 10k mache. Alles klar. Okay. Daniel hat mich outperformed. Kommst du aus erst 1000? Ja. Dahin bringen mich also meine Robux. Leute, merkt euch, das Robux ausgeben lohnt sich nicht. Jetzt habe ich dich, nicht nur dich überholt. Ja, okay, was heißt überholt? Ich bin jetzt weltenweit weg von dir, aber das ist... Ja, ich sehe es gerade an. Digga. Also, Leute, niemals Robux ausgeben in solchen Spielen. Das hat sich ja sowas von gar nicht gelohnt. Ich bin der, wie heißt es? Ich bin der Offenbarer. Na gut. Was sind eigentlich meine Pets? Ich habe die doch ausgerüstet. Der Alle-Ausrüsten-Knopf funktioniert nicht. Dankeschön. Bin ich schon bei 39 tatsächlich schon. 30.000 Finger tut aber schon weh. Okay, jetzt kriege ich aber langsam auch ein paar Rebirths rein. Also langsam. Oh, bin ich runtergefallen. Im Shop kann ich ja die Dinger... So, ich öffne jetzt nochmal ein paar Eggs. Oh, ich habe ein seltenes Egg bekommen. Das ist ja schon mal etwas. Aber ich weiß nicht, wo die Boosts sind. Ah, hier 2. So, ich gehe jetzt auch mal... Nee, ich will gar nicht mehr in den Forest. Ich gehe in den Forest. Ich kann mir sowieso nichts anderes leisten. So, im Forest angekommen. Was kann ich hier? Bessere Pets holen, oder? Ja, ich geh mal rein, da wo ich reinkomme. Ich meine, bei 49 Rebirths bin ich sicher, wo ich reinkomme. Mhm. So, jetzt habe ich hier bessere Pets. Ich gehe auf Bestes ausrüsten und gehe dann wieder auf Rebirths. So, Auto. Verstanden. Okay, langsam verstehe ich das Spiel. Das bedient sich halt sehr komisch, das Spiel, aber es funktioniert irgendwo. Ja, also Daniel, ich habe dich überholt. Echt?
Ja. Okay, ich hab's jetzt langsam raus. Ich weiß jetzt langsam, wie man das macht. Man muss die Multiplikatoren für sich nutzen. So, ich komme in die nächste Szene bei 500.000 Bibios. Warte, bist du jetzt Forest oder wo bist du? Ja, ich bin beim Forest, weil weiter komme ich dann okay, nicht. Okay, weil ich spare jetzt auch weiter komme ich. Ja. Ich muss weiterkommen. Ich will wenigstens in diesem Video noch in die Wüste kommen. Und das habe ich bald drin. Nicht mehr lange, nicht mehr lange. Wie viel brauchst du da? 500.000. Und ich hab's. Wie sieht jetzt beim Rebuffs aus? Also, so, jetzt mache ich wieder meine Auto-Rebuffs aus. Upgrade yourself here with rubies or token. Ah, hier kann man wieder Upgrades kaufen. Das ist doch praktisch. Oh, bald kann ich mir tatsächlich den gratis Auto-Clicker kaufen. Gut. Ich habe mir jetzt Walkspeed maximiert. Okay. Und ich hole mir jetzt auch den Multiplikator auf maximal und more Rebirths. So. Aber ich will jetzt mit dir ziehen, weil sonst ist es ein bisschen unangenehm. Du willst mit mir ziehen? Ich ziehe jetzt hier erstmal ein paar Pets raus. So. Ich habe jetzt den Free Auto-Clicker. Einfach? Ne, ich will nicht einfach. Ich will mega selten sehr gut. So, jetzt gehe ich auf Bestes ausrüsten. Dann gehe ich hier wieder rauf, sag dann wieder Auto und 100.000 Rebirths. Alles klar. Wie viel braucht man da? 500.000 für die Wüste oder wo willst du hin? Ah, okay. Ja. Ich bin gut dabei. So, ich habe 3 seltene. Das heißt, ich bin mit der Region hier fertig. Aber Leute, wenn ihr sehen wollt, wie ich dieses Spiel jetzt durchace, dann lasst doch ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Abonniert auch gerne Daniel. Das war's erstmal mit dem Video. Bis dann und ciao!